Tag. Es gibt beim Starbinder einen Anschlag, mit dem die Lochabstände eingestellt werden können. Wenn es zum Beispiel wie hier so ist, dass die Löcher nicht sauber gestanzt sind, dass wir hier eine Öffnung haben und hier einen großen Abstand, dann kann man das hier entsprechend einstellen, indem man diese Schraube hier löst, das ganze Teil, den ganzen Anschlag verschiebt, einen neuen Lochversuch macht. Jetzt ist es schon besser, aber noch nicht hundertprozentig. Also stellen wir das noch etwas mehr in diese Richtung ein. Machen nochmals einen Versuch. Und nun haben wir ein Blatt, das hier sauber gelocht ist und hier sauber gelocht ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.